3 Tage noch Minicup und dann geht's wieder in den Rebound rein. Ja, Johnny sieht wild aus in diesem Tanktop. Richtig prall wie Sau. Man ist zu flach, obwohl man nicht zu flach ist. Oder Johnny wird jetzt erstmal wieder ein bisschen wachsen. Und was dann kommt? Jetzt brauchst du bloß einen Muskel. Adern ohne Muskel, dann auch ein Radfahrer, ne Heiko? Komplett verändert, Alter. Also sein Wesen hat sich am meisten verändert. Siehst aus jetzt wie ein Erwachsener, ja, glaube ich. Johnny wird langsam zum richtigen Mann. Ich bin der einzige Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Alter Schwede, das ist schon ordentlich. Wenn Johnny in Pose geht, dann sind alle beeindruckt. Johnny Münster ist zurück mit einem neuen Vlog und er besucht unseren Freund King Kalle. Also seid ihr behindert? Nicht im Gym, nicht irgendwo, sondern auf dem Kiez, auf der Reeperbahn. Paar nette Mädels. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich freue mich aufs Video, Freunde. Let's go. Falls du dich wunderst, wer da steht. Der Typ Süd. Alles zugelassen, alles dran. Ich denke mal, wenn du hier hinter mich stellst, wird es keine Probleme geben, die 2 Stunden. Johnny, eine neue Karre, was mit dem gechippt, getunten, gechippten, was war das? GLA? Johnny, wo ist er? Der hat doch jetzt 40 PS mehr von Adam. Den musst du nicht kriegen. Ich hoffe. Oh, die stoppeln, Alter. Kennst du so gerupfte Hühner? Also, danke. Geht's dir gut? Ja, ist schön zu weit. Ja. 3 Tage noch Minicup und dann geht's wieder in den Rebound rein. Ich zieh nur eine beschmierte Linse, warte mal. Ich mach. Ja, Johnny sieht wild aus in diesem Tanktop. Richtig prall wie Sau. Die ist nicht beschmiert. Na, aber guck mal vorne rein. Feucht. Guck das mal ist ran. Nur der Filter. Das Rotze. Reingewichst. Nee, genau. Du weißt, was du machst mit der Autofahrt, Alter. Hält den Schnorchel rüber und auf dem Beifahrersitz, Alter. Nee. Soll ich noch Outfitwechsel machen oder soll ich so bleiben? So sieht vegane Witze aus. Komplett ja. Durchsichtig, Alter. Reisetarier-Wichser hier. Ja, was machen wir schnell jetzt? Ich freue mich, dass du mich besuchst. Ja, du hast Hunger, wir essen was. Ich habe auch mein Essen dabei. Ja. Da hocken wir uns draußen hin. Ich würde sagen, bestell mal was, weil das dauert so eine Weile. Wir rufen dann auf. Ich hole gleich mein Essen raus. Genau, dann können wir ein bisschen... Ich glaube, dort kennt Kalle jeden und jeder kennt dort Kalle, oder? Der hat ja da einige Zeit verbracht damals auf dem Kiez. Ein bisschen sabbeln über vergangene Zeiten. Johnny, erzähl uns mal, warum wir uns heute hier getroffen haben. Hat Gott gesagt, komm zu Burger Heroes. Ja, da sind wir. Findest du deine Form? Ich schätze dich selber. Aber es hat sich ja was getan, sieht man ja. Also formtechnisch, ich war, kennst vielleicht, man ist theoretisch in der Bestform. Nicht Bestform, aber wenn man sich scheiße fühlt und man denkt, man sieht scheiße aus, dann sieht man meistens am besten aus, weiß ich mal. Sowas in dieser Richtung. Man denkt, nicht man denkt, nachvollziehen, ist, aber okay. Man denkt, man ist zu flach, obwohl man nicht zu flach ist. Sondern also ich kann Johnny vollkommen verstehen, vor allem jetzt in der Prep. Guckst im Spiegel, spannst an, denkst du, Junge, bin ich dünn? Dann sieht dich ein anderer und sagt sich, Junge, bist du prall und shredded. Man hat irgendwann, verliert man tatsächlich so diese richtige Sicht auf sich selbst. Deswegen ist es wichtig auch, sich kurz vorm Wettkampf nicht alles auf eigene Faust zu machen, sondern sich kurz vorm Wettkampf einen Coach zu organisieren oder zu holen. Nicht nur kurz vorm Wettkampf, am besten für eine gesamte Prep, damit ein Coach das Ganze im Auge gut behält und dir die richtigen Tipps gibt, beziehungsweise die richtigen Pläne für die Zukunft. Und das machen wir ja gerade mit Johnny und der Progress. Also ich bin sehr, sehr happy. Er ist gut aufgegangen. Wir haben die Schwachstellen verbessert. Er ist weiterhin stark. Und seit heute, also ich recorde das Video am Montag, seit Pfingstmontag, haben wir die Kalorien wieder erhöht und Johnny wird jetzt erstmal wieder ein bisschen wachsen. Und was dann kommt, werdet ihr bald erfahren. Gut aussieht, irgendwie so, also in die Richtung, weißt du, mein? Da denkst du ja nicht verkehrt. Also Körpergewicht hast du auch. Deine Salatblätter wirst du nicht voller werden, Alter. Ja, ich muss das lassen. Das ist nur mal Diät, alles gut. Ja, wie gesagt, noch diese Woche fertig und dann ist gut. Den Rebound mitnehmen, dann wieder ein bisschen vielleicht was aufbauen. Ja, aufbauen, wenn ich schlägt, ein paar Muskeln nur in der Lobby ganz gut stehen. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Wie gesagt, hier geht auch, glaube ich, gerade zur Spätschicht, die Dame hier. Aufbauen. Ja, aufbauen, wenn ich schlägt, ein paar Muskeln nur in der Lobby ganz gut stehen. Hätte ich auch Bock. Ja, dir geht safe zur Spätschicht auf dem Reeperbahn. Wie gesagt, formtechnisch ist ja echt viel passiert. Also jetzt gerade siehst du die Adern nicht, aber vorhin saß ich da und die waren überall Adern in den Beinen. Glaube ich dir. Aber jetzt brauchst du bloß einen Muskel, dann sieht das schon alles cool aus. Adern ohne Muskel, dann auch ein Radfahrer, ne Heiko? Und was habe ich gesagt, René? Was wird mit seiner Fresse passieren? Ja. Ne? Komplett verändert, Alter. Also sein Wesen hat sich am meisten verändert. Siehst aus jetzt wie ein Erwachsener, ja, glaube ich. Also habe ich aber schon mitgekriegt im Bunker letztens. Okay. Dass er auch mal den Schnabel aufmacht und auch mal mit der Mimik zeigt, wenn ihm. Johnny wird langsam zum richtigen Mann.
was nicht passt. Und er ist ein bisschen zickig geworden. Habe ich ja gesagt, das Roid Rage. Wird alles passieren und sein Gesicht wird sich verändern. Ne, das ist so dieses Babyface ist weg. Aber ist krass, wie schnell sich das dann doch ändert. Wolltest du nochmal sehen, wo ich gewohnt habe oder was? Ja, gerne. Okay. Ist das nicht die Straße hier zum Goldenen Handschuh, wo der eine Serienmörder gewohnt hat, Heiko? Heiko gewohnt da hinten irgendwo. Da, wo der Typ auf dem Balkon steht, eins drüber, da habe ich gewohnt. Ah. Digga, da ist doch sogar der Goldene Handschuh. Heiko hat da drüber gewohnt. Ah. 8 Jahre lang. Was war Miete damals? 900 Mark, aber die war vorher, bevor das Haus abgebrannt war, war die 450. Dann ist das Haus auf mysteriöse Weise abgebrannt, wurde komplett neu aufgebaut, also es war Erstbezug quasi. Und durch Olympic, durch Sportstudio, habe ich jemanden kennengelernt, weil ich hatte zu der Zeit meinen Führerschein verloren, 2 Jahre. Ich hatte in Pinneberg gewohnt und bin ja jeden Tag mit der S-Bahn hier 3 Stunden gefahren hin und her. Hast du gesagt? Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Bude in Hamburg und dann hat er gesagt, ja, auf dem Kiez und der kannte den Vermieter hier. War so ein Handschlag, den hier hast du Schlüssel, ich kriege jeden Monat 900 Mark, so war das. Und dann war es easy going für dich? Und dann war das easy going für mich, genau. So bin ich auf den Kiez gekommen, so war ich hier. Den gewohnt halt. Den ersten Fuß quasi hierher gefasst, ja. Okay. Ja. Von damals zu heute vergleichst du es? Ja, alles soft, Kindergarten, was viel, viel krasser. Da war ja. Habe ich aber tatsächlich auch, ich befasse mich tatsächlich viel mit so Reportagen, Dokus über den Kiez, über alte so Gangster-Sachen, Rotlichtmilieu, Drogen. Ich finde sowas einfach, das fasziniert mich. Also nicht, dass mich Drogen faszinieren, aber einfach so die Unterwelt. Das hat mich schon immer schon als Kind fasziniert. Ich mag auch die ganzen Gangster-Mafia-Filme. Was mir sehr gefallen hat, war Luden. Diese, ich glaube, auf Amazon eine Serie über den Kiez, fand ich auch sehr authentisch. Und früher, da war das Ganze, natürlich kann man das jetzt nicht mit einer Serie vergleichen, Heiko hat das mit eigenen Augen miterlebt damals, aber ich glaube schon, dass das früher ein hartes Pflaster gewesen ist, der Kiez, schon ganz anders als mittlerweile. Olivia Jones ist ja hier noch in die Bars rumgesprungen und völlig, aber ist damals schon so mit Plüschscheiß rumgerannt und so, also und früh morgens habe ich ja gesehen, wenn die ganzen Opfer aus den Kneipen gekommen sind, splitternachte Weiber mit blauen Augen und ausgeschlagene Zähne, sowas, hat Jean-Pierre Fuchs auch gesehen, der hat auf dem Balkon gestanden, der sagt, ich würde hier keinen Fernseher brauchen, Alter, das ist so krass hier alles und ich habe dann Silvester. Aber ich hätte keinen Bock, so mitten im Getümmel zu leben, am Wochenende mal dahin gehen, spazieren, sich einen reinsaufen, okay. Aber dort zu leben, so in diesem Getümmel, nee. Überall allgemein, ich hätte keinen Bock, irgendwo in der Stadt zu leben, im Zentrum, so mitten in der City. Auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist jetzt nicht das Zentrum von Hamburg, aber da ist ja richtig Randale abends, ne? Egal welcher Wochentag. Immer von da Böller da reingeschmissen in die Tür. Und die haben immer total kurz, die Polendinger, die Cobra 12, die richtig scheppern, wo gleich 5 Tische abräumt, das Ding. Und dann immer reingeschmissen, schnell weg. Und dann kam so, oh, sie ja furzen, wer war das? Hier oben. Du musst dir einen 150 Kilo Bodybuilder vorstellen, der so gepanat, also er schmeißt es runter und so wie so ein kleines Kind geht er so. Ja, genau, so. Genau. Geil. Hast du mal was abgenommen, oder? Okay. Ich glaube, mit dem Spruch zieht das nicht mehr beim Heiko, mit hast du abgenommen. Na, ein bisschen, sieht scheiße aus, ne? Ja, fuck. Und was mit dir? Was, machst du nichts mehr? Oh, ich bin 50 Jahre alt. Machst du nichts mehr? Ich mach gar nichts mehr. Du wärst jetzt gedacht, Alter. Ich hab mich da völlig bedeckt. Ja. Ihr mockt das. Genau, bedeck dich mal. Einfach mal kurz das Interview stürmen. Sonst tun wir es. Vielleicht mal eine kleine Story zu dem Hotel da. Hotel West. Ja. Das war damals noch nicht so schick. Wisst ihr, als Bodybuilder hat man ja auch manchmal so Tage gehabt früher, da war ein bisschen dünn. Und dann hat mir ein Kumpel gesagt, willst du hier ein paar Mark verdienen? Der Betreiber da, der schuldet Geld, der ist scheiße und der macht, mach mal was. Bin ich reingegangen, war es schon ein älterer Herr. Also, was weiß ich, ja. Groß, hab den direkt eine abgezimmert und dachte, ich hab nicht getroffen. Der hat so da gestanden, so, mit Händen in der Hosentasche, hat das Ding abgefangen, so, knack. Dann hat er so nach unten geguckt und dann dachte ich, der denkt nach. Und dann so, ganz langsam, Alter. So ein Zeitlupen-Knockout, Alter, geil. Wie so ein Brett umgefallen. Da kam sein kleiner, keine Ahnung was, Aufpasser, Boiler und da hat er rumgekrebelt und gemacht und getan. Und da war so eine kleine Luke am Empfang. Da musste ich da hier raus, also durch das Fenster geschmissen, das war so groß. Hat hier wie so eine Wurst durchgedrückt, Alter. Und wollte ihn dann draußen einstampfen, aber da hat er sich verpisst. Und das war so das war halt damals so. Rütze ist das Ur
Original von Hamburg eigentlich. Da ist doch auch dieser legendäre Penny gerade gewesen. Die Reportage müsst ihr euch auch reinziehen. Der Penny am Kiez, so richtig lustig. Das ist noch alles genauso wie früher, also nichts neu gemacht und so. Okay. Und der Betreiber ist ein Freund von mir. Okay, ich sehe jetzt hier auch die Leute, die hier da waren. Ja, siehst du da drin, das ist krass, also das ist wirklich... Gibt's Geschichte. Wenn Ken hier ist, der kann auch richtig was erzählen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt schon da ist. 17 Uhr macht das Ding offiziell auf. So Leute, wir sind hier in der Ritze bei meinem Freund Ken, der auch gleichzeitig Betreiber ist von der Geschichte. Dann ist endlich wieder einer unter uns, der seiner Freiheit beraubt wurde kurzzeitig, der jetzt aber wieder da ist. Und an dieser Stelle, Freunde, eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben noch bis Mittwoch 18 Uhr die Bestseller Week. Es gibt ganze 20% auf alle Bestseller-Produkte. Checkt auf jeden Fall esn.com ab. Rabattcode William für maximalsten Support. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video, Freunde. Und dann haben wir Johnny am Start und der Ken, der hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns mal ein bisschen so die Fragen, die Johnny hat zu den ganzen Persönlichkeiten, die hier ein- und ausgegangen sind, weil, wie gesagt, hier gibt's, das ist ein Geschichtsbuch der Laden. Da reicht eigentlich gar keine Zeit aus, aber wie gesagt, umso schöner, dass Ken die Zeit gefunden hat und uns da mal ein bisschen was erzählt, beziehungsweise dir, weil Johnny ist ja so ganz unbefleckt, was Nachtleben und Prominenz, so alte Prominenz angeht. Ne? Ja, ich würde sagen, starten einfach mal los. Was hast du? Zeig einfach mit dem Finger auf was und Ken erzählt deine Story. Also kennst du überhaupt die Ritze? Weißt du was von der Ritze überhaupt? Oh, der hat aber eine miese Stimme, der Ken. Der könnte auch Synchronsprecher sein. Da waren alle Menschen hier am Start. Ja gut, damit man überhaupt mal versteht, was das überhaupt für ein Laden ist. Also, der Laden ist überhaupt entstanden, weil das hier... Oh, der könnte mir abends so ein Hörbuch vorlesen, so ein Geschichtsbuch, so zum Einpennen. Voll geil. Das war eine öffentliche Toilette und hier nebenan ist das Großbordell. Und damals durfte es so ein Großbordell kein Alkohol ausschenken. Da haben die Jungs sich überlegt, was machen wir, damit die Weiber mit den Freien was trinken gehen können. Also haben sie hier diese öffentliche Toilette umgebaut in eine Bar. So fing es alles an. Da war aber nur der erste Teil fertig. So. Dann wollte er den zweiten Teil eröffnen und wollte Geld von den Brauereien haben. Das erzähle ich jetzt gerade, weil da ein wichtiger Punkt bei ist. Und alle Hamburger Brauereien haben gesagt, wollen wir nichts mit zu tun haben, Rotlichtmilieu, haben wir keinen Bock drauf. Die einzigen, die gesagt haben, wir machen das, war damals Hackab Schor, Münchner Bier. Deswegen gibt es hier seit 50 Jahren Münchner Bier. Und Münchner Bier in Hamburg, überlegt mal, Freunde. Aber krasse Story, aus einer öffentlichen Toilette wird eine legendäre Kneipe, die bis heute noch legendär ist und zahlreich besucht wird jeden Tag, ne? Wir sind denen auch treu geblieben. Und Hanne Kleine, der ehemalige Besitzer, der 2011 verstorben ist, war Amateurboxer. Das war seine große Leidenschaft. Und der ist hier hingekommen, sollte sich hier um die Bar kümmern, hat er auch getan. Aber die wussten, dass er eigentlich weiterziehen will. Der wollte eigentlich weiter, ich glaube, nach Frankfurt. Dann haben sie ihn in Urlaub geschickt. Und währenddessen er im Urlaub war, haben sie unten den Keller ausgebaut, seinen Boxkeller. Dann ist er zurückgekommen, haben sie gesagt, so, jetzt bleibst du immer in Hamburg, weil wir haben jetzt einen extra Boxgym unten eingerichtet. So haben sie ihn dann hier festgehalten. So, dann hat er den Boxkeller fertig gehabt. Und der erste bekannte Boxer, der dann hier angefangen hat, war Edgar Dagge. Edgar Dagge war der zweite deutsche Weltmeister nach Max Schmeling. Seine Gürtel hängen hier auch. Das sind originale Europameisterschaftsgürtel und Weltmeisterschaftsgürtel. Hier unten ist Edgar Dagge. Edgar Dagges Spruch war immer, jeder Weltmeister wird Alkoholiker, ich bin der einzige Alkoholiker, der Weltmeister wurde. Ja gut, wenn man sich mal so ein paar Sportler reinzieht, jetzt nicht nur im Boxen, sondern allgemein, irgendwann kriegen die ganzen einen Höhenflug. Diego Maradona, Conor McGregor, ach, das geht noch zahlreich weiter. Natürlich nicht alle, ne? Aber ganz viele Top-Sportler verfallen irgendwann in Drogen oder Alkoholsucht oder haben einfach Bock, sich die Birne voll zu saufen jedes Wochenende. Und es stimmt wirklich, er war schwerer Alkoholiker und ist auch daran nachher verstorben. So, und danach kam dann Darius Michalczewski, ich glaube, ich muss jetzt lügen. Michalczewski, kennen wir doch alle, Tiger. Mit 16, 17, 18 Jahren kam der hierher, hängt auch ein Bild, da hängt er da ganz früh im Training mit so einem lila Jogginganzug. Polnische Legende, jeder kennt Michalczewski hier. Danach kamen dann die Klitschkos und Universum war ja dann, Universum damals, wurde hier unten im Keller gegründet. Das heißt, die Klitschkos und auch Darius Michalczewski wurden hier aus dem Keller raus Weltmeister und haben hier immer trainiert. Und wie gesagt, es waren schon alle hier, es war Mike Tyson hier, es war Muhammad Ali hier. Boah, mit Ali und Tyson waren auch okay, mit Tyson hatte ich schon im Sinn. Aber dass Ali in der Ritze war, jo, das ist ja krass. Mike Tyson hat uns... Und wir vor allen Dingen. Mike Tyson hat uns ja auch noch diese Figur geschenkt, die im Boxkeller hängt. Und es ist natürlich... Ja, genau, das soll er sein, ne? Und da hat er uns dann damals geschenkt. Hier ist so viel schon passiert. Hier waren schon alle möglichen Prominenten. Da gab es auch eine Sache, eine große Mordserie in den 80ern. Der Wiener Peter, den Mucki Pinsler beauftragt, ein paar Leute aus dem Weg zu räumen. Keiner wusste, wer der Nächste ist. Und der erste Mord ist hier am Tresen passiert, ist der Chinesen Fritz weggeschossen worden. Also hier ist wirklich schon sehr...
Chinesen-Fritz. Ich finde es immer lustig, damals in Hamburg, die jeder hatte so seinen Spitznamen. Alle hatten irgendwie so Nicknames. Feier ich. Ist in Polen tatsächlich auch oft vertreten, so merke ich von meinen Cousins. Jeder hat so seinen Spitznamen. So, den kriegst du dann irgendwo in einer weiterführenden Schule und den halten die dann bei, bis die alt werden. Das ist voll komisch. Ich finde es irgendwie lustig. Sehr, sehr viel passiert. Henschel hat sich unten schlafen gehangen. Ja, Stefan Henschel, der dieses Video, hast du ein Problem? Haut eine Ohrfeige, so weiter geht's. Der hat 2006 hier Selbstmord gemacht. Hat sie eingeschlossen, hat sich einen Anzug angezogen, also noch schick gemacht und hat sie dann aufgehangen. So, und wie gesagt, du siehst ja an den Bildern Habe Kerkeling und Jan Vetter, der hier früher Stammgast war. Wenn du sagen würdest, was wäre denn dein, womit du angeben kannst? Sagst du Tyson oder Muhammad Ali oder womit du sagst, aus deiner Heiko und Johnny natürlich. Persönliche Perspektive, wo du den meisten angeben kannst, sage ich jetzt mal. Also einfach mal angeben, sagen. Ja. Stolz drauf ist, dass er hier war. Also ich würde das alles unter eine Regel nehmen, aber Mike Tyson und Muhammad Ali sind natürlich der absolute Ausnahme. Ne? Ja. Aber wenn du natürlich sagen kannst, dass die Klitschkos hier aus Weltmeister geworden sind und da ist Michalczewski auch. Da ist Michalczewski, wird vor deiner Zeit gewesen sein, aber das sind die Top-Athleten gewesen. Und Darius kommt heute Abend auch her und dreht selber noch was hier, oder? Weil wir haben heute dieses Wochenende 75 Jahre Feier BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, und das wird dieses Wochenende gefeiert und deswegen sind sie alle hier. Also die Klitschkos sollen kommen, da ist Michalczewski da, sind alle da. Du siehst ja, die Jungs, wenn du mit denen redest, das ist nicht dieses Steifigkeitsprogramm. Die anderen Freaks, die man so mal hat, mit denen man redet, das sind einfach authentische Leute hier und deswegen habe ich mich hier auch immer so wohlgefühlt. Die kenne ich seit 2010, wo ich hierher gekommen bin. Aber jeder, der ist, nicht jemand von. Hier muss keiner vorgeben, irgendjemand anders zu sein. Das sind alles reale Leute, echte Leute, gestandene Leute vor allen Dingen, die auch schon was erlebt haben im Leben. Und wenn ich meine erlebt habe, dann meine ich auch erlebt habe. Freue mich, dass ich dir das mal zeigen konnte. Ja, dass du mal vor allen Dingen mal. Ich bin auch richtig, dabei, dass hier sein kann. Ja. Dass du mal richtige Typen kennst, weil das sind richtige Typen. Das sind nicht so eine. Richtige Männer, Johnny. Ja? Nicht so. Königsbluster, Klusterhausen, wo du da dich rumtreibst. Fotzen wieder draußen rumrennen. So. Aua. Das sind Typen mit Eier auf. Man konnte sich früher blind aufeinander verlassen. Das, wir haben viel erlebt, was gibt's? Eiko und ich haben auch viel hier erlebt auf dem Kiez zusammen. Ja. Also es ist eine lange Zeit gewesen. Das war, wie gesagt, das war noch gibt's andere halt Zeit, gar nicht mehr. Ne? War noch andere Zeiten. Auch ja. Alles, halt. Ja, jetzt ist alles so ein bisschen merkwürdig geworden. Ne? Ja, das ist alles anders auf jeden Fall. Ja. Also hier auf jeden Fall. Schade eigentlich. Aber war eine geile Zeit. Wie gesagt, wir haben sie miterlebt. Und das ist ja das Wichtigste am Ende. Raus hier, Alter. In der Ritzhofer kann man frei raus. Los, ja. Ey, kann man mal zeigen. Ja. Das ist schon, alter Schwede, das ist schon ordentlich. Alter Falter, ey. Ne, von der, wenn Johnny in Pose geht, dann sind alle beeindruckt. Ja, der Frame ist schon. Das ist schon krass, Alter. Kann man was mit anfangen. Ja, da kann man viel was mit anfangen, ey. Was mit anfangen? Clean Total. Body. Lass den mal anfangen zu wachsen. Da ob er im Hintergrund schaut auch schon so, was ist denn da los? Ein junger Felsen, wie gesagt, da kann noch ein bisschen was passieren auf jeden Fall. Am besten sieht man doch auch so mit 30 aus, oder? So zwischen 28 und 30. Wenn so die Qualität dann auch langsam kommt. Ja, so. Ne? Ja. CMFKK, ich wollte mich ganz kurz herzlich bedanken für deine coole Tour hier, für deine coole Geschichten. Gibt es bestimmt noch 1000 Geschichten mehr und alles Mögliche. Definitiv. Und ja, hast du heute mal wirklich richtig coole Jungs kennengelernt. Ja, das die vielleicht cool. Harmlos aussehen, aber ich habe die live gesehen. Die franzen alles weg und sind aber auch. Die Brille von Heiko ist auch legendär. Richtige Blade-Brille. Wie gesagt, sehr, sehr gute Geschäftsleute. Das ist halt Kies. Das ist halt kein Kindergarten und keine kleinen doofen Hubis, die man so sonst vielleicht kennt. Ja. Deswegen habe mich gefreut, dass ich dir mal so einen kleinen Einblick in mein vergangenes Leben so zeigen konnte. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare bei Johnny. Und wenn ihr noch mal irgendwas sehen wollt in der Richtung, dann schreibt es auch rein. Und ich bin raus aus der Nummer, weil der will jetzt nackt über den Kiez gehen. Und da ist mein Fremdschirmpotenzial zu groß. Meinst du? Heiko, ich kann mich noch an die Bilder erinnern, wo du im Slip im Central Park gelegen hast nach der Show in New York. Ja, nicht, lass mich die hier nicht auskramen. Das war dir nicht unangenehm. Danke. Alles klar, Mann. I have no more money for my fucking protein. What should I do? I'm at the Reeperbahn. I can be a hooker today. Ah, very good. Hey. Rumänischer Scheiß auf dem Blast dir selber hin, verpiss dich. I'm sorry. Is this your bike? Ich bike dir gleich mal hin, Alter. Abflug. Geiles Video und noch besseres Auto. Also, mal was anderes, mal ein paar Geschichten von damals, von unserem Onkel King Kalle.
der wirklich viel Zeit auf dem Kiez verbracht hat, nicht nur als Profi-Bodybuilder, sondern auch als, ich weiß, Geldeintreiber, Türsteher. Er hat da seine kriminellen Machenschaften gemacht. Zum Glück ist das Geschichte und Vergangenheit. Heiko ist jetzt legal, verdient auf legale Wege sein Geld und kann damit seine Rechnung zahlen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht um Johnny. Vor allem ihr könnt auch gespannt sein, wie er jetzt wieder wachsen wird nach dem Minicut. Und an dieser Stelle, Freunde, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Wir sind am Wochenende wieder unterwegs bei meinem nächsten Wettkampf in Warschau, damit ihr mich weiterhin supportet, weil vielleicht ist es nicht die letzte Show. Könnt ihr auf jeden Fall bei gibmirnochzweiwochen.com die passenden Wettkampf-Season-Shirts oder Muskel-Shirts Bobber Genetics bestellen. Vielen lieben Dank für euren Support. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.